Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, heute euch sagen zu können, dass wir einen großen Schritt weiter sind. Wir haben heute unserem Landesvorstand vorgeschlagen, dass wir in eine dritte und letzte Sondierungsrunde gehen, und zwar mit der SPD und der Linkspartei. Darauf haben wir uns vorher auch mit der SPD verständigt, mit der wir den ganzen Weg über sehr eng und vertrauensvoll uns immer wieder abgestimmt haben. Dass das alles möglich geworden ist, liegt nicht zuletzt an euch, denn ganz ehrlich, es war auch dieses starke Wahlergebnis, das wir gemeinsam erkämpft haben, dieser starke Auftrag, den uns die Wählerinnen und Wähler mitgegeben haben, dass sie mehr Grün in der Regierung sehen wollen, die uns geholfen hat, bis hierher zu kommen und auch klarzumachen, dass es in einer neuen Regierung auf jeden Fall mehr Klimaschutz geben wird, dass wir unser Versprechen, die Verkehrswende in der ganzen Stadt lebbar zu machen, einlösen können und dass wir genug bezahlbaren Wohnraum schaffen werden durch Neubau und durch Regulierung im Bestand. Wir haben die letzten Wochen nach der Wahl sehr intensive Gespräche mit allen demokratischen Parteien im Abgeordnetenhaus geführt, um auszuloten, mit wem wir eigentlich eine ökosoziale Politik am besten machen können. Und wir sind jetzt auf den Schluss gekommen, auch in Absprache mit der SPD, dass wir das mit der SPD und der Linken probieren wollen und werden jetzt morgen am Freitag nochmal in tiefere Sondierungen einsteigen, in die letzte, dritte Phase der Sondierungen und versuchen dort ein Papier hinzubekommen, ein Sondierungspapier, mit dem wir nochmal die großen, wichtigen Themen, die Eckpfeiler schon mal abstecken. Das wird morgen passieren und dann werden wir das natürlich euch auch vorlegen, damit wir dann entscheiden können, ob wir wirklich in dieser Konstellation in Koalitionsverhandlungen eintreten wollen. Und wir wollen dann im nächsten Schritt am Montagabend auf unserem Landesausschuss, also auf unserem kleinen Parteitag, beschließen, ob wir Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn uns das gelingt. Wir sind im Moment sehr optimistisch und guter Dinge. Wir haben, das hat Werner schon gesagt, sehr konstruktive Gespräche geführt in den letzten Wochen. Und wir haben das Gefühl, dass wir in dieser Konstellation mit der SPD und den Linken und eben uns Grünen zusammen nicht nur die ökosoziale Koalition machen können, sondern auch einen wirklichen Neustart, den diese Stadt braucht. Denn wir haben in den letzten Jahren vieles vorangetrieben, was dieser Stadt sehr, sehr gut getan hat. Aber es gibt eben auch noch viel zu tun, was vor uns liegt. Und wir wollen mit Franziska Giffey im Roten Rathaus und mit Bettina und Klaus Lederer gemeinsam diese Koalition weiter voranbringen und diese Stadt weiter voranbringen. Und darauf freuen wir uns sehr und dafür werden wir in den nächsten Monaten noch arbeiten.